Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs bekommen ein neues Logo. Und du kannst mitentscheiden, welche Variante dich zukünftig repräsentieren wird. Warum möchten wir überhaupt ein neues Logo? Hier gibt es einige Gründe. Ein wichtiges Element jeder Organisation und ihrer Marke ist ein wiedererkennbares Logo. Aktuell verwenden wir als PPÖ auf den verschiedenen Ebenen des Verbandes zwei Logos parallel. Das Verbandsabzeichen und die sogenannte stilisierte Lilie. Das Verbandsabzeichen wurde Mitte der 70er Jahre für den neu entstandenen Verband der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs entworfen und ist heute noch unser offizielles Logo. Die stilisierte Lilie wurde als dynamische Abwandlung in den 90ern entworfen, wurde aber nie beschlossen und sollte eigentlich jetzt schon nicht mehr verwendet werden. Aktuell wird sie aber zum Beispiel auf Stufen-T-Shirts und in vielen Gruppenlogos verwendet. In Zukunft soll es hier Klarheit geben. Ein einziges Logo für die PPÖ, eingebettet in das neue Gesamtdesign, einfach verwendbar für Drucksorten, Webseiten, T-Shirts etc. Das schärft unsere Marke und unsere Wiedererkennbarkeit nach außen. Ebenso gibt es Schwierigkeiten, das aktuelle Logo einzusetzen, da es in negativer Form nicht abzubilden ist und seine kleinteiligen Elemente bei starker Verkleinerung, zum Beispiel bei Abzeichen, zu Problemen führen. Auch schränkt der Kreis um das Logo ein, es in vielfältiger Weise, wie zum Beispiel angeschnitten, einzusetzen. Außerdem werden Symbole verwendet, welche von externen Personen oft mit einem militärischen und herrschaftlichen Kontext verbunden werden. Bei zum Beispiel einer Schwertlilie in der vorliegenden Form wird an Wappen, Standarten und Schwert erinnert. Diese Symbole erschwert es für Außenstehende, wie zum Beispiel Eltern von potenziell zukünftigen Pfadis, die Werte unserer Organisation durch unser Logo zu erkennen. Da außerdem viele Gruppen das Logo abwandeln oder andere Versionen verwenden, haben wir beschlossen, ein neues Corporate Design und Logo zu entwickeln, um eine einheitliche Repräsentation zu gewährleisten. Hier sind die neu entwickelten Logo-Varianten. Variante 1. Sie enthält ein Symbol, das alle Pfadfinder verbindet, das Halstuch. Das Halstuch ist immer dabei und ein Symbol für unser gemeinsames Versprechen. Egal welche Farbe es hat, das Halstuch ist damit das Zeichen, an dem man uns immer erkennt. Gleichzeitig sind auch die Symbole Lilie und Kleeblatt enthalten. Diese werden schon seit der frühen Pfadfindergeschichte auch in den Logos der Weltorganisationen WASM und WAX verwendet. So wie bei deren Logos kann man auch hier drei Blätter erkennen, die für die drei Punkte des Versprechens stehen. Variante 2. In dieser Variante werden die beiden Symbole der Pfadfinder- und Pfadfinderinnenbewegung, Lilie und Kleeblatt, auf neue Weise miteinander verbunden. Diese sind in dieser Variante deutlich erkennbar und gleich groß. Sie werden gleichwertig dargestellt und ergänzen einander. Wie auch in den Logos der Weltorganisationen haben Lilie und Kleeblatt drei Blätter, die für die drei Punkte des Versprechens stehen. Auch das Halstuch als Erkennungszeichen nach außen wird in dem Logo angedeutet. Falls dir aber beide Varianten nicht so zusagen, hast du auch die Möglichkeit, für die Beibehaltung des aktuellen Logos abzustimmen. Das Verbandsabzeichen wurde 1976 entworfen, als die reine Bubenorganisation Pfadfinder Österreich und der Mädchenverein Österreichischer Pfadfinderinnenbund St. Georg sich zu der neuen Organisation Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs zusammengeschlossen haben. Das Logo besteht aus einer Variante der Lilie des damaligen Bubenverbandes, welches auch Symbole wie Österreich-Wappen und Kompassnadel enthält und drei Kreisen, die dem Kleeblatt der WAX nachempfunden sind. Rund um das Zeichen aus Lilie und Kleeblatt ist ein Kreis, der die damals neue Verbundenheit von Buben- und Mädchenorganisation symbolisieren soll. Hier kannst du nun sehen, wie die neuen Logos als Drucke, Abzeichen, auf Flyern oder im Internet aussehen würden. Welche Variante gefällt dir am besten? Scan jetzt den QR-Code und entscheide mit, welches Logo uns zukünftig repräsentieren und deine Uniform schmücken soll. Gut Pfad!